sind wir mal wieder auf Frankentour. Und was gibt's bei uns, wenn wir auf Frankentour sind? Und zwar in doppelter Form Bratwurststück, in doppelter Form. Heute gibt es gebratene Bratwürste, ja. Fränkische. Natürlich. Aus Oberfranken, weil die Oberfranken können sowas. Und wir sind jetzt aber weitergefahren nach Unterfranken. Die können zwar nicht so gut Bratwürste, dafür können sie gut Wein. Boxbeutel. Ja, und da haben wir heute um 17 Uhr eine Weinprobe beim Weingut Langer. Stellt euch dann die Ursito vor, während ich hier die Würst fertig mache. Der Stellplatz ist gut gesagt, ja. Und dann nehmen wir euch auch mit, da dürft ihr einen Schluck Wein probieren. Geht ihr sie? Die wir scharf, oder? Ich weiß nicht. Okay, notfalls müsst ihr selber kaufen, also das besprechen wir noch. Ja, und ihr kommt jetzt halt alle ganz schnell hier vorbei, dann können wir es gemeinsam süffeln. Aber die Würst ist mal eins. Ja, bis hier kommen, die ist die Würst sonst kalt. Also der Helle hat gesagt, ich soll euch jetzt mal zeigen, wie wir stehen. Also wir stehen wirklich sehr, sehr schön. Aber Helle, der sagt, ich soll das jetzt filmen und du gehst rein zum Kochen. Also Abmarsch. Ich möchte keine verbrannten Würste. Also viel zu sehen gibt es hier jetzt natürlich noch nicht, außer dass wir hier ganz toll stehen. Und so sieht es in Franken aus. Leider nicht alle für mich. Nein, also das wäre ja schon ein bisschen viel. Ich finde sowieso, dass du zu viel hast. Zwei davon kriegt die Ursi, aber nicht mehr. Salat kann sie ein bisschen mehr haben. Das ist wieder sehr nett zu mir, gell? Wie immer. Ja. Also einen guten Appetit. Jawohl, dir auch. So, wir stoßen ja immer auch gerne auf ein Gläschen Wein an. Ja. Und deswegen sind wir heute zu einem ganz besonderen Stellplatz gefahren, nämlich zum Weingut Leo Langer. Und das Weingut Leo Langer wird betrieben vom Winnie, den wir hier vorstellen, den Winnie Langer, der neue Inhaber. Ja. Richtig. Und er bietet bis zu 10 Stellplätze an. Mhm. Und das Schöne an dem Ganzen ist, also Versorgung gibt es keine, das muss man gleich dazu sagen. Und trotzdem ist es schön, weil das Geld braucht man nicht für Stellplatzgebühren ausgehen, sondern das kann man beim Mini gleich versaufen. Ja. Also wo kriegt man schon 10-12% für sein Geld? Ja, richtig. Da gibt es so richtig Prozente und beim Mini. Ja. Bis zu 40% kann man, also bei uns können wir das Ganze noch steigern. 42 ist das Höchste, weil wir noch eine Schnapsbrennerei dabei haben. Na, also und noch das Ganze runden wir durch Likör auch noch ab. Also ist auch eine gute, süße Sache, die also momentan auch sehr gerne gekauft wird. Ja. Also bis auf den Likör sind alles eigene Produkte. Das heißt, wir haben auch Obstfelder, nicht nur Wein, sondern also man muss auch nicht am Abend darben, sondern man kann gleich sich was holen für den Abend, für den Sonnenuntergang und kann den Wein dann entsprechend da genießen. Also und wie ihr seht, der Winnie brennt nicht nur Schnaps, sondern er brennt auch fürs ganze Geschäft. Ja, mit Leidenschaft, das haben wir auch noch gehabt, mit Leidenschaft. Ja, genau. Einmal angezündet, geht's los. Ja. Ja. So, also was das Tolle natürlich ist für uns, also das sind erst einmal schöne Wohnmobil-Stellplätze. Wir haben noch gar nicht nachgesagt, wo wir sind. Wir sind nämlich in Unterfranken, Volgach. Richtig. Das liegt etwas östlich von Würzburg an der Mainschleife. Genau, ja. Die engste Windung des Mains. Und alles wunderbar fränkisch natürlich, ja. Denn in Franken ist auch alles etwas günstiger. Ja, der Wein ist jetzt nicht gerade der billigste, aber das ist ja auch einer der besten in Deutschland. Ja. Aber es gibt gute Bratwürste. Dann fährt man nach Oberfranken, nach Schlüsselfeld. Ja, da haben wir sie nämlich geholt. Und den Wein, den holt man sich in Unterfranken. Genau. Und am besten gleich beim Winnie.
Am besten bei uns, weil hier wächst der Wein und hier wird er praktisch verarbeitet. Zur Weinprobe beim Vini Langer kann man sich ganz spontan einen Termin geben lassen. Man kann aber auch dann einen Termin vereinbaren und dann in einer größeren Gruppe gemeinsam eine Weinprobe machen. Ist also gar kein Problem, mit mehreren Wohnmobilen anzureisen und gemeinschaftlich eine Weinprobe zu organisieren. Wenn man einen Wein kauft, dann kauft man am besten einen Wein im typisch fränkischen Boxbeutel. Denn Boxbeutelweine gibt es nur im Frankenland. Mittlerweile sind sie auch optisch noch etwas aufgehübscht, sodass der Boxbeutel auch modern, innovativ gestaltet ist. Hier links sieht man übrigens die Wohnmobilstellplätze der Stadt Volkach direkt am Main. Hier ist auch eine Entsorgungsmöglichkeit, sodass, wenn man bei einem Weingut steht, das keine Entsorgungsmöglichkeit hat, kann man hierher fahren und gegen Entgelt entsorgen. Bei einer Radtour am Mainufer entdeckt man immer wieder stille Plätzchen, an denen man sich dann auch mal für eine Pause gemütlich machen kann. Fahrradfahren in den Weinbergen ist allerdings gar nicht so unproblematisch,
denn das Wegenetz ist nicht sehr fahrradfreundlich ausgebaut. Außer am Mainufer, da gibt es natürlich wunderbare Fahrradmöglichkeiten. Hier die bekannte Wallfahrtskirche Maria im Weingarten, die gegen Eintritt auch besichtigt werden kann. Volgach selbst ist eine Kleinstadt in Unterfranken, eben direkt an der Mainschleife gelegen. Hier findet man alles, nette Lokale, Weinlokale. Es finden mehrere Weinfeste im Laufe eines Jahres statt und es gibt auch begrenzte Einkaufsmöglichkeiten. Uns hat der Aufenthalt in Volgach sehr gut gefallen. Wir haben lecker gegessen, waren ruhig gestanden und ein paar Flaschen Boxbeutel haben wir uns mit nach Hause genommen. So bleibt eine Erinnerung an Volgach erhalten. Diesen Stellplatz können wir gerne empfehlen. Musik